Seit wann haben Sie Schwierigkeiten beim Atmen? Seit voriger Woche, Frau Doktor. Ist es sehr schlimm? Ja, ich habe das Gefühl, als ob ich nicht genug Luft bekommen würde. Was ist schwerer, das Ein- oder Ausatmen? Es fällt mir schwerer, einzuatmen. Haben Sie Atemnot, wenn Sie sich ausruhen oder nur, wenn Sie eine physische Tätigkeit ausüben? Ein bisschen im Ruhezustand. Aber es wird viel schlimmer, wenn ich versuche, körperlich tätig zu werden. Können Sie flach im Bett liegen? Auf keinen Fall. Wie viele Kissen benutzen Sie? 3. Werden Sie manchmal nachts wach, weil Sie Atemnot haben? Ja, so ist es. Es erschreckt mich, denn ich erwache mit dem Gefühl, dass ich nicht atmen kann. Was machen Sie, wenn das passiert? Ich meine, sitzen oder stehen Sie auf? Hilft Ihnen etwas Bewegung, leichter zu atmen? Es hilft mir ein wenig, wenn ich aufsitze. Lassen Sie mich Ihre Lungen abhören. Seit wann haben Sie Schwierigkeiten beim Atmen? Seit voriger Woche, Frau Doktor. Ist es sehr schlimm? Ja, ich habe das Gefühl, als ob ich nicht genug Luft bekommen würde. Was ist schwerer, das Ein- oder Ausatmen? Es fällt mir schwerer, einzuatmen. Haben Sie Atemnot, wenn Sie sich ausruhen oder nur, wenn Sie eine physische Tätigkeit ausüben? Ein bisschen im Ruhezustand. Aber es wird viel schlimmer, wenn ich versuche, körperlich tätig zu werden. Können Sie flach im Bett liegen? Auf keinen Fall. Wie viele Kissen benutzen Sie? 3. Werden Sie manchmal nachts wach, weil Sie Atemnot haben? Ja, so ist es. Es erschreckt mich, denn ich erwache mit dem Gefühl, dass ich nicht atmen kann. Was machen Sie, wenn das passiert? Ich meine, sitzen oder stehen Sie auf? Hilft Ihnen etwas Bewegung, leichter zu atmen? Es hilft mir ein wenig, wenn ich aufsitze. Lassen Sie mich Ihre Lungen abhören. Seit wann haben Sie Schwierigkeiten beim Atmen? Seit voriger Woche, Frau Doktor. Ist es sehr schlimm? Ja, ich habe das Gefühl, als ob ich nicht genug Luft bekommen würde. Was ist schwerer, das Ein- oder Ausatmen? Es fällt mir schwerer, einzuatmen. Haben Sie Atemnot, wenn Sie sich ausruhen oder nur, wenn Sie eine physische Tätigkeit ausüben? Ein bisschen im Ruhezustand. Aber es wird viel schlimmer, wenn ich versuche, körperlich tätig zu werden. Können Sie flach im Bett liegen? Auf keinen Fall. Wie viele Kissen benutzen Sie? 3. Werden Sie manchmal nachts wach, weil Sie Atemnot haben? Ja, so ist es. Es erschreckt mich, denn ich erwache mit dem Gefühl, dass ich nicht atmen kann. Was machen Sie, wenn das passiert? Ich meine, sitzen oder stehen Sie auf? Hilft Ihnen etwas Bewegung, leichter zu atmen? Es hilft mir ein wenig, wenn ich aufsitze. Lassen Sie mich Ihre Lungen abhören. Seit wann haben Sie Schwierigkeiten beim Atmen? Seit voriger Woche, Frau Doktor. Ist es sehr schlimm? Ja, ich habe das Gefühl, als ob ich nicht genug Luft bekommen würde. Was ist schwerer, das Ein- oder Ausatmen? Es fällt mir schwerer, einzuatmen. Haben Sie Atemnot, wenn Sie sich ausruhen oder nur, wenn Sie eine physische Tätigkeit ausüben? Ein bisschen im Ruhezustand. Aber es wird viel schlimmer, wenn ich versuche, körperlich tätig zu werden. Können Sie flach im Bett liegen? Auf keinen Fall. Wie viele Kissen benutzen Sie? 3. Werden Sie manchmal nachts wach, weil Sie Atemnot haben? Ja, so ist es. Es erschreckt mich, denn ich erwache mit dem Gefühl, dass ich nicht atmen kann. Was machen Sie, wenn das passiert? Ich meine, sitzen oder stehen Sie auf? Hilft Ihnen etwas Bewegung, leichter zu atmen? Es hilft mir ein wenig, wenn ich aufsitze. Lassen Sie mich Ihre Lungen abhören.